Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, ihr süßen Mäuse. Hello, wie geht es euch? Ich freue mich, der letzte Vlog ist schon wirklich ein paar Tage her, aber es passiert viel und es passieren Dinge, die ich gar nicht glauben kann. Heute ist Nikolaus. Ich habe schon ein Nikolausgeschenk von meiner Mama ausgepackt. Sie hat mir hier so süße Söckchen mitgegeben und neue Hausschuhe, die stehen da irgendwo unten. Aber wir haben diese Woche ganz, ganz viel vor und ich habe mir auch vorgenommen, immer nur zu vloggen, wenn ich euch auch was zu zeigen habe. Der Alltag ist ja recht reduziert bei uns. Wir sind ja sehr, sehr viel hier zu Hause. Und diese Woche, beziehungsweise diese und nächste Woche, passieren ganz, ganz viele tolle Dinge. Aber ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt und ich erzähle euch erstmal, was passiert. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil morgen bin ich eingeladen worden von Kiko ins Adlon Hotel. Ins Adlon Hotel. Zu einem Gala-Dinner. Ich laufe 99% meiner Zeit mit einer fleckigen Jogginghose und einem gammeligen Pulli rum. Morgen haben wir aber eine richtige Metamorphose. Heißt das Metamorphose? Ich glaube. Bin auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt. Ich war einmal im Adlon, aber auch nur im Foyer zum Tee trinken. Das ist aber auch bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Der hätte Tee 17 Euro gekostet. Was ist das für Tee? Ist der durch Gold gesiebt worden? Naja, Kiko hat auf jeden Fall eingeladen ins Adlon zum Essen. Und da bin ich ganz schön aufgeregt. Da nehme ich euch selbstverständlich mit. Dann ist Freitag nichts Spannendes. Sonntag sehen wir uns, glaube ich, im Livestream. Nächste Woche geht es für mich dann nochmal nach Düsseldorf zu Maybelline. Die haben noch ein kleines Weihnachtsdinner. Und dann komme ich zurück und dann habe ich auch schon Geburtstag. Dann ist ja auch eigentlich schon Weihnachten. Ich bin ganz aufgeregt. Hier liegt noch wirklich ganz, ganz viel Kram rum, was ich heute unbedingt aufräumen muss. Das letzte Mal, ich glaube im letzten Vlog, haben wir auch das Studio aufgeräumt. Das sieht genauso aus wie vorher, Freunde. Das sieht wirklich genauso aus wie vorher. Also das muss auch erledigt werden. Und jetzt ist so langsam wirklich die Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es auf jeden Fall immer so, so vor Weihnachten, so ab Mitte Dezember, meistens nach meinem Geburtstag, dieses Jahr einfach schon ein bisschen früher, wird sehr, 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 sehr ruhig. Ich habe nichts mehr angenommen, keine Kooperation, keine Jobs. Ich habe jetzt alles auch soweit abgedreht und jetzt ist nur noch diese Reise dann nach Düsseldorf und dann ist das ja für mich auch geschafft. Und da freue ich mich sehr drüber und dann probiere ich immer wirklich alles so neu zu machen, damit ich neu ins neue Jahr starten kann. Ich bin kein großer Fan davon, irgendwie zu sagen, ja, New Year, New Me, nächstes Jahr ist alles anders. Das Einzige, was ich verändert, ist die Zahl hinter der 20. Ich bin der Meinung, dass man, wenn man sich vorbereitet auf so einen Jahreswechsel, dass man dann einfach emotional so ein bisschen fitter ist. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier anfangen aufzuräumen. Wir haben die Rechnung bekommen vom Schornsteinfeger. Strom muss ich jetzt alles machen. Steuer muss ich heute machen. Und ich nehme euch einfach mit und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich finde, ihr seht mich viel zu selten so, wie ich eigentlich 90% der Zeit auch sehe. Guten Morgen. Es ist mittlerweile schon der nächste Tag. Ich war gestern auch mal beim Friseur, habe mir diese kleinen Löckchen hier wegschneiden lassen. Es ist jetzt 5.30 Uhr. Ich bin jetzt schon ein Momentchen wach, habe schon Kaffee getrunken, habe das Video für heute eingestellt. Aber es geht los. Wir haben noch 12 Stunden Zeit, mich von so adlertauglich zu machen. Und ich habe heute noch echt einige Termine. Für mich geht es jetzt erstmal dann gleich rüber ins Studio zum Drehen. Und dann habe ich einen Termin heute bei der Lederwerkstatt. Ich habe ja meine Taschen aufarbeiten lassen, beziehungsweise eine Tasche und sie hat mir daraus zwei verschiedene gemacht und das so ein bisschen ordentlich gemacht. Die kann ich nachher abholen. Dann habe ich noch ein Meeting für ein Projekt im nächsten Jahr. Und dann muss ich auch schon los. Es geht zwar erst um 18.30 Uhr los, aber ich wohne nicht mehr in Berlin und der Weg von hier bis dorthin dauert sehr, 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 sehr lange. Und vor allem parken da, ich glaube, ich rufe gleich erstmal, also gleich nachher, im Hotel an und frage, ob man da irgendwo parken kann, weil es ist ja direkt am Brandenburger Tor. Ne? Da ist ja, glaube ich, sogar Weihnachtsmarkt gerade. Also es ist nicht so einfach, dort zu parken. Oder vielleicht parke ich irgendwo anders und fahre dann mit dem Taxi dahin. Muss ich mal schauen, kläre ich gleich. Es kam ja die letzten Tage noch ganz, ganz viel Skincare. Die benutze ich gerade. Das ist von Colibri. Das hier ist mega gut. Das ist dieses Aloe Spray. So, was ich euch eigentlich sagen wollte ist, es dauert, bis ich von hier dahin zu dem Outfit nachher komme. Das Motto ist Gala. Ich wollte es aber, glaube ich, ein bisschen anders machen.
Ich bin mal gespannt, wie ich es hinkriege. Ich zeige euch nachher auf jeden Fall das Outfit. Gestern war eigentlich nur noch machen und Pakete hier ausräumen und Adventskalender, die ich nicht geschafft habe, irgendwie zu zeigen, auszupacken, um sie dann euch in die Verlosungskiste zu machen. Ich hatte dann, bin ich ehrlich, irgendwann war bei mir auch so ein bisschen die Luft raus mit Adventskalendern. Ich hatte dann auch gar keine Freude mehr. Heute ist der 7. Dezember. Ich bin noch absolut oder gar nicht mehr in Weihnachtsstimmung. Und ich probiere das jetzt zu meiner Mission zu machen, bis zu meinem Geburtstag. Also ich habe noch genau eine Woche Zeit, ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich mache mir jetzt nochmal ein Käffchen, denn steht jetzt, ist glaube ich auch gerade schon aufgestanden. Und dann starten wir den Tag und dann kommen wir auch mal von, von diesem Drama irgendwo anders hin. Aber meine Haut ist so gut geworden. Das ist unglaublich, richtig, richtig schön. Ach so, nein. Weswegen ich die Kamera angemacht habe. Deswegen. Das ist so ein Roller. Und ich habe schon hunderte gefühlt ausprobiert. Und die meisten sind aus Plastik oder aus Aluminium. Aber die sind dann so leicht und haben gar keinen Grip. Das hier ist so schwer, damit kannst du Scheiben kaputt machen. Und damit habe ich jetzt 12 Stunden Zeit, das Gesicht in die Position zu kriegen, die ich will. Ich mache das immer von hier nach außen. Niemals so hin und her, weil dann macht ihr alles kaputt, sondern immer nur von innen nach außen und dann hier runter, dass die Lymphflüssigkeit hier so abfließen kann. Na, habt ihr die Auto-Vlogs schon vermisst, süßen Mäuse? Der Ton ist hier natürlich immer ein bisschen nicht so gut. Aber ich fahre jetzt los. Erstmal in die Waschanlage. Eine meiner größten Ängste. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr das. Ich hasse Waschanlagen und ich habe echt eine gefunden, wo ich reinfahre, aber rausgehen darf. Also gar kein Problem. Und es wird niemanden interessieren heute Abend. Niemanden. Aber ich weiß, dass sobald ich in Berlin drin bin und vor diesem Hotel stehe und ich weiß, mein Auto sieht so aus, wie es aussieht, ist mir das unangenehm. Kleine Macke. Deswegen fahre ich jetzt nochmal schnell in die Waschanlage, mache das Auto sauber, tanken muss ich eh. Deswegen passt das ganz gut und ist jetzt nicht so der größte Umweg. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich euch das erzählt habe. Ich habe vor 2 Wochen meine Tasche abgegeben. Wir spulen ein bisschen zurück. Vor einem halben Jahr, im Sommer irgendwann, habe ich mir eine Handtasche gekauft, beziehungsweise es ist eher wie so ein Rucksack-Handtasche. Ich sammle ja eine Taschenart und die habe ich sehr, 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 sehr günstig gekauft. Auch in Japan, glaube ich. Und der Zustand der Tasche war aber wirklich schlecht. Ich hatte mir vorgenommen, sie zu restaurieren und hat auch zum Teil geklappt, aber ich bin natürlich nicht der Profi und ich habe nicht so die Materialien, um diese Handtasche so zu bearbeiten, dass sie gut ist. Jetzt habe ich hier echt in der Nähe eine ganz, ganz tolle Frau gefunden, die Handtaschen selber herstellt. Und ich habe sie gebeten, mir die Lederteile der Tasche zu erneuern. Und das hat sie gemacht. Ich habe mir 2 neue Farben ausgesucht. Das heißt, ich habe aus dieser einen Tasche, aus der ich schon 2 machen kann, habe ich jetzt 3 verschiedene Versionen. Also 3 verschiedene Lederteile, einmal das Original und dann diese 2 neu hergestellten Teile. Einmal als Rucksack und einmal als Handtasche. Und da freue ich mich sehr drauf, wie das aussieht. Das hole ich gleich ab. Ich habe heute ehrlich gesagt doch weniger Zeit als gedacht, weil wir schon so früh aufgestanden sind und ich heute Morgen ganz viel gemacht habe. Ich muss mich jetzt aber ein bisschen beeilen, Freunde. Wir fahren los und hier liegen auch noch Pakete. Die bringe ich jetzt auch noch weg. Okay, Freunde, es geht los. Ich bin ganz aufgeregt. Ich lasse euch einfach drin. Es ging halt alles auch deutlich schneller als eigentlich antizipiert. Normalerweise wartest du Ewigkeiten an dieser Waschanlage, weil da 100 Leute warten und so ein Waschgang dauert 15 Minuten. Das heißt, ich hatte jetzt echt noch ein bisschen Zeit. Navi läuft, ich habe noch 15 Minuten Zeit gehabt zusätzlich und bin jetzt noch mal schnell zu DM gefahren, weil ich kein Haarspray mehr habe und ich gehe mit Sicherheit nicht in das Hotel in Berlin mit einer Sturmfrisur. Das hält alles aus. Die haben aber irgendwas an der Verpackung geändert. Das ist jetzt irgendwie so matt oder so. Und dann brauchte ich Geschenkpapier, weil Weihnachten steht vor der Tür. Und da brauche ich Geschenkpapier. Wir hatten nichts mehr. Und ich habe, glaube ich, das schönste
schlichteste Geschenkpapier gefunden. Ich hasse diese ganz, ganz kitschigen Geschenkpapiere, die so bunt sind und metallisch sind. Und die sind auch einfach schweineteuer. Es ist am Ende des Tages Geschenkpapier. Es ist so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie das Tiffany oder Douglas Türkis und hat so ganz feine Feinlein-Designs mit Blumen, Weihnachtsmännern. Hier ist auch irgendwie ein Geschenk drauf. Ein Reh habe ich hier, habe ich auch schon gesehen. Sehr, sehr schön. Habe ich gleich 3 Stück mitgenommen. Sind 15 Meter. Sollte reichen. Wir schenken uns ja natürlich wieder alle nichts. Ist es bei euch in der Familie auch so, dass immer gesagt wird, nein, nein, wir schenken uns nichts. Wir schenken uns nichts. Und am Ende des Tages schenken sich doch alle 10.000 andere Dinge. So, jetzt habe ich gequatscht. Ich hole jetzt meine Taschen ab. Ich bin unglaublich aufgeregt, wie die aussehen. Ich brauche sie zwar nicht für heute. Da habe ich eine andere, die ich benutzen möchte. Aber für nächste Woche, ich bin am Dienstag auf Mittwoch, einen Tag vor meinem Geburtstag, nochmal spontan in Düsseldorf. Und da ist das Motto so ein bisschen auch weihnachtlich. Ist ein Weihnachtsessen von Maybelline, glaube ich, war das. Da ist das Motto so Blau-Thema. Und das passt da ganz gut, weil die auch nicht so schick ist wie die heute Abend. Okay, ihr süßen Mäuse. Auf geht's. Um 45 bin ich da. Perfekt. Wow, ich bin sprachlos. Nur mal kurz zur Erinnerung, wie es vorher aussah. War schon ziemlich kaputt und ziemlich abgeplatzt. Sie hat mir die sogar verlängert, weil die mir ein bisschen zu kurz waren. Ich habe ja auch noch, also das ist die Tasche und ich habe noch unten ein Säckchen. Daraus kannst du dann einen längeren Rucksack machen. Einmal in so einem ganz, ganz schön kastanienbraun. Und dann hat sie mir das Ganze auch nochmal in schwarz gemacht. Sieht dann noch ein bisschen schicker aus. Ohne Witz, ich bin sprachlos. Also ich wusste, dass sie gute Arbeit macht, aber das sieht ja tausendmal besser aus als das ursprüngliche. Und klar, das ist jetzt nicht mehr das Originalteil, aber die Tasche war aus den 70ern, 80ern. Ne, da darf schon mal so ein bisschen ja, was kaputt gehen. Was machst du hier? Was machst du da? Nein, da darfst du nicht ran. Du kleiner Frechdachs, du. Also ich bin wirklich, wirklich beeindruckt. Sie sieht wirklich aus wie neu. Das kann was hier. Also das Säckchen an sich ist natürlich schon alt. Ne? Aber das gehört dazu. Es ist jetzt auch kein Logo mehr dran. Das Schloss gibt's auch, also das ist auch schon weg. Aber die Gurte sind jetzt ein bisschen länger. Und vor allen Dingen kann ich die Tasche jetzt echt auch mal wieder nutzen. Das andere ist einfach, es war nur noch eine Frage der Zeit, da wäre es kaputt gegangen. Und stellt euch vor, ihr seid irgendwo unterwegs und eure Tasche geht kaputt. Also, ich bin super, super happy damit. Kleiner Szenenwechsel, ich bin wieder im Office. Ich musste gerade noch ein paar Telefonate führen, weil da heute Abend am Brandenburger Tor eine Veranstaltung ist und natürlich drumherum alles gesperrt ist und ich so ein bisschen Angst hatte, dass ich nicht reinkomme. Aber alles soweit, so gut. Ich muss mich jetzt hier einmal schnell um die Belege kümmern. Einmal sortieren, dass ich sie dem Steuerbüro schicken kann. Ich nehme euch mal einen Schnelldurchlauf mit. Das muss ich nämlich einmal im Monat mindestens machen. Okay, Freunde, es wird Zeit, uns fertig zu machen. Hey Siri, Studio an. So, ich habe mich jetzt mal schnell ins Studio begeben. Eine Tasse Kaffee noch gemacht. Ich bin so hundemüde, ne? Es ist 3:15. Ich hatte, weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, ich hatte im Adlon angerufen, weil heute vorm Brandenburger Tor irgendeine Veranstaltung ist und die ganzen Straßen drumherum gesperrt sind. Das Adlon steht direkt neben dem Brandenburger Tor. Und in meiner Übervorsicht musste ich erstmal anfragen, ob das Ganze, ob es überhaupt offen ist, ob man da ins Parkhaus kommt und alles Mögliche. Weil öffentliche Verkehrsmittel kann ich nicht fahren. Und Taxi, ne, ist auch teuer, je nachdem, also von hier sowieso nicht, ich kriege hier ja gar kein Taxi, das ist ja das Problem. Ich hatte zwischendurch überlegt, ob ich eventuell irgendwie bis zum Hauptbahnhof mit dem Auto fahre, dort ins Parkhaus gehe und dann zu den Taxiständen, aber da ist mir der Weg auch zu weit. Da können wir kurz drüber reden. Es ist nicht zu weit, um es zu laufen, sondern es ist mir zu gefährlich, den Weg zu gehen. Das habe ich ja in einem der letzten Vlogs schon mal so ein bisschen thematisiert, dass ich ja mich nicht ganz so frei bewege. Und vor allen Dingen, wenn ich ein sehr besonderes Outfit anhabe und dann über einen Hauptbahnhof oder so muss, dann fühle ich mich einfach unsicher. Und das muss nicht sein. Deswegen, Parkhaus ist offen.
Hoffentlich kriege ich da auch einen Platz. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen Base gemacht. Ich hatte ja heute Morgen eine Story gemacht. Ich habe die Foundation schon aufgetragen, die Supercharged Serum Foundation. Die ist jetzt locker schon 3 Stunden drauf. Contour habe ich, Blush habe ich. Und ich probiere so ein bisschen den Concealer zu strecken. Also den Auftrag des Concealers zu strecken. Weil das ist immer so die Situation, wo am Ende eigentlich das meiste schief geht bei mir. Deswegen bin ich da noch nicht ganz so fein mit. Nichtsdestotrotz, ich will mich jetzt aber langsam fertig machen. In 1,5 Stunden will ich los. Outfits habe ich rausgesucht, wobei ich gerade nochmal nachgelesen habe. Das Motto ist schwarz, rot und gold. Nicht Deutschlandflagge, sondern so ein bisschen weihnachtlich. Ich habe einen schwarzen Anzug an, schwarze Boots und so eine, das ist keine richtige Krawatte, das ist so eine, ihr seht es gleich. Ich habe nichts Rotes in diesem Haus. Wobei, wartet mal. Aber das ist dunkel, man sieht es nicht. Ich habe doch... Ne, die sind alle... Das ist halt so ein Ding. Ich bin halt eine einfarbige Maus. Was ich machen könnte, ist, dass ich dieses Tuch nehme und das so ein bisschen als Einstecktuch nehme, weil da ein bisschen rot dran ist. Aber nee... Ich habe nicht mal eine rote Serviette. Ich habe euch irgendwann mal ein Hack gezeigt. Wenn man kein Einstecktuch hat, einfach eine Serviette nehmen. Wir haben nicht mal rote Servietten hier. Ja, ihr merkt, ne? ich hab wirklich richtig Schiss, den Concealer jetzt aufzutragen. Weil manchmal ist es so, dass sich irgendwas dann nicht mit dem Concealer so gut verhält und verträgt. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich mache euch mal jetzt in den Schnelldurchlauf. Mache mir hier... Ein Video lasse ich weiterlaufen. Ich bin gerade bei Sandra. Make-up and Candles are my passion. Und schauen wir das jetzt an. Ich brauche immer irgendwas im Hintergrund. Ich mache euch in den Schnelldurchlauf und dann drückt mir die Daumen, dass der Concealer was wird. Ich müsste mir auch eigentlich mal die Nase putzen. Hätte ich vor 4 Stunden tun sollen. Mich einmal flink an, ist ganz schlicht. Also das Ziel oder das Motto war Gala-Attire, aber nicht, wir gehen auf den Abi-Ball. Deswegen wollte ich es ein bisschen cooler haben. Ich habe einen schwarzen Anzug an, ein T-Shirt drunter, weil ich kein Hemd tragen wollte, aber ich wollte auch keine Krawatte tragen. Wenn ich mir jetzt eine Krawatte umbinde, dann sehe ich aus wie ein Chippendale. Wollte ich auch nicht, deswegen habe ich hier so eine falsch rum, wie so eine so eine Krawattenkette hier reinmachen, dass ein bisschen was am Hals ist, dass ich mich nicht so nackt fühle. Vielleicht nehme ich noch ein Tuch mit. Täschchen. Ich habe nichts Rotes. Ich habe schon überlegt, ob ich mein Haarband... Weil es ist so siffig. Es ist sogar noch nicht mal offen hier. Meine alte Chefin beim Boss würde mich jetzt kündigen. Also, damit ihr den Vibe seht, aber das... Geht halt nicht. Okay, also Outfit. Ich dachte zwischendurch, ich fühle mich gar nicht wohl. Und jetzt habe ich mich angezogen und jetzt geht's eigentlich. Uhr noch, Ringe noch. Ich brauche irgendetwas Rotes. Ich muss doch irgendetwas Rotes hier haben. Wir finden was. Oh, ich habe eine Idee. Ach nein. Dass ich rotes Seidenpapier habe, habe ich nicht. Okay, die Idee fällt aus. Man muss kreativ sein in der Not. Aber da hätte ich auch Rot und Gold. Ich finde, das ist... Also das ist eine Lösung, mit der könnte ich leben, weil es nur so ein ganz kleines bisschen Rot ist. Aber was anderes habe ich echt nicht, ne? Wahnsinn. Aber Rot ist auch nicht meine Farbe. Ich glaube, das ist okay. So bleibt es. Ich habe jetzt noch ein... Ich habe die Tasche jetzt noch gemacht. Eigentlich ist hier so ein anderer Gurt dran. Der ist mir aber zu kurz. Deswegen habe ich mir hier so einen 9-Euro-Gurt gekauft. Den kann ich dann aber... reinmachen. Dann kann ich sie in der Hand halten. Was ich unbedingt noch bestellen wollte, das mache ich jetzt gleich. Sonst vergesse ich das wieder. Weil ich mag es nicht, die Taschen immer abzustellen. Auf dem Boden oder auf dem Stuhl. Ich finde, es ist immer richtig unangenehm, wenn man Taschen auf den Stuhl stellt und jemand anderes kann sich da nicht hinsetzen.
Taschenhalter. Taschengeld. Wie extra willst du sein? Stellt euch mal vor, ich habe so ein Ding mit dabei. 7 Euro. Na, geht doch. 5,99. Wunderbar. Auf Lager ist Mittwoch da. Weil ich jetzt am Dienstag, habe ich euch erzählt, muss ich nochmal weg. Und da am Flughafen oder so, das ist mir immer nichts, alles hinzustellen, jetzt kaufen. Gut, dann ist das erledigt. Ich mache mich jetzt einmal frisch. Haare muss ich noch machen. Make-up ist wirklich gut geworden. Ich habe auch so einen ganz, ganz leichten Sparkle auf den Augen. Ein bisschen Spray. Mag ich das jetzt gerade ganz gerne. Es ist so ein bisschen Feuchtigkeit. Haare, Parfum. Habe ich das Parfum eingesteckt? Habe ich mir nicht abgefüllt. Weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich glaube ja, ne? Hatte ich den Refill von La Rosée und da habe ich das Oud reingemacht. Boah, alter Schwede. Es ist die perfekte Occasion. Okay. Occasion? Der perfekte Zeitpunkt, um zu riechen wie eine alte, reiche, wohlhabende Dame vom Maximilianplatz. Okay, let's go. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin im Parkhaus. War einfacher als gedacht. Nur hier reinzukommen ist so ein bisschen schwierig gewesen. War aber zu erwarten. Es gab einen kleinen Zwischenfall. Ich musste einmal kurz anhalten. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich stand so lange im Stau. Okay, aber alles geschafft. Danke McDonald's, dass ich kurz... war auch ein Bild für die Götter, ne? Ich hier in meinem Outfit erstmal zu McDonald's, um auf die Box zu gehen. Okay, ich bin jetzt im Adlon Parkhaus. Es ist jetzt 17:55. Das heißt, ich habe noch einen Moment Zeit. Ich warte jetzt hier, glaube ich, noch eine Viertelstunde. Und dann gehe ich schon mal hoch. Vielleicht kann ich draußen am Brandenburger Tor so ein bisschen was filmen. Mal gucken, wie voll es da ist. Und es ist halt auch sehr kalt. Ich hab ja nichts an, ne? Also es ist ja hier kein Winteroutfit. Ich bin ehrlich gesagt wirklich erleichtert. Ich habe mir eben auf der Fahrt so ein paar Gedanken gemacht, dass das vielleicht manchmal so ein bisschen realitätsfern rüberkommt. Aber nach meinem letzten Video habe ich von ganz, ganz vielen auch gelesen, dass ich das machen soll, was mich sicher fühlen lässt. Und ich fühle mich halt sehr, sehr selten sicher. Vor allen Dingen, wenn ich alleine bin. Ne? Danny ist ja heute nicht dabei. Und wenn ich niemanden bei mir habe, dann fühle ich mich immer sehr, 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 sehr unsicher, sobald ich aus dem Haus gehe. Jetzt bin ich hier im Parkhaus. Ich muss einfach nur den Fahrstuhl hochnehmen und dann bin ich da. Ich will aber auch nicht, ich bin ja immer der Erste. Ne? Mir ist es immer ein bisschen unangenehm. Aber ich habe gelernt, also erstmal hasse ich es, wenn man unpünktlich kommt. Finde ich ganz, 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 ganz furchtbar. Ich bin immer überpünktlich, aber nicht unverschämt überpünktlich. Also jetzt nicht eine Stunde vorher, sondern so 10 Minuten vor solchen Events. Ne? Das ist nochmal was anderes. Aber je früher du da bist, dann hast du mehr Zeit mit den Leuten, die das alles organisiert haben, die dich eingeladen haben, dich zu unterhalten und dann kannst du auch früher gehen. Ohne, dass es irgendwie komisch kommt. Wenn du als Letzter kommst und als Erster gehst, ist immer schwierig. So, ich sammle mich jetzt mal, atme tief durch und dann geht's los. Oh, ich bin ganz aufgeregt, ihr süßen Mäuse. Make-up ist echt, echt schön geworden. Ich mag das alles ganz gerne. Also, wer hat sich dieses Licht ausgedacht, ne? So von oben, so Leuchtstoff rein. Ich schicke jetzt erstmal meiner Mama ein Bild, die freut sich. Und dann gehen wir mal rein. Thank you.
Ja, der Sprung könnte nicht größer sein. Guten Morgen, ihr süßen Mäuse. Was für ein großartiges Event. Ich war sehr, sehr spät zu Hause, hatte eine ganz, 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 ganz tolle Zeit. Und auch das Wochenende war eigentlich ganz freudig, aber ihr seht es und ihr hört es, ich bin krank. So ein bisschen. So ein bisschen erkältet, so ein bisschen schnuppi, ein bisschen Hals. Ich habe schon so eine Lutschtablette im Mund. Ist natürlich ein großer, großer Fail und ein großartiges Problem. Ich muss heute fit werden wieder, denn ich habe die Woche Geburtstag. Ich fliege morgen nochmal weg und wir sind heute, man kann es echt nicht erzählen, ne? Wir sind früh ins Bett gegangen, weil ich einfach nicht mehr so fit war. Naja, haha, wenn du aber um, weiß ich nicht, 8:30 ins Bett gehst. Also ich war um 2.46 Uhr hellwach ausgeschlafen. Jetzt ist es 6.30 Uhr. Ich habe schon Wäsche gewaschen. Ich habe schon das Studio aufgeräumt. Ich habe schon Selbstbräuner raufgemacht, der schon so lange drauf ist, dass er sogar schon wirkt. Samstag kam noch das hier an. Das hatten wir vor ein paar Tagen bestellt. Richtig, richtig krass, dieser Taschenhalter. Und ich muss zusehen, dass ich heute fit werde. Dass ich zumindest die Woche ganz gut überstehe. Wobei es mir, also mir geht es nicht schlecht. Ich bin, also ne, wenn man krank ist, dann ist man ja manchmal so ein bisschen dieselig im Kopf. Bin ich gar nicht. Ich bin fit. Ich bin einfach nur ein bisschen schnuppi. Ist okay, kann ich mitleben. Heute ist aber ein wilder Tag. Ich darf nachher ja noch zum Zahnarzt. Ich muss unbedingt zu DM. Wir haben kein Klopapier mehr. Wir haben keine Küchenrolle mehr. Wir haben keine Milch für den Kaffee mehr. Wir haben keinen Kaffee mehr. Wir haben kein Katzenstreu mehr und wir haben kein Druckerpapier mehr, was natürlich schlecht ist. Ich wollte mich aber nur einmal kurz zurückmelden. Ich glaube, heute nehme ich euch nicht so viel mit, eher dann wieder morgen auf dem Weg nach Düsseldorf. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich den Vlog an dieser Stelle beende. Ihr seht es, ich habe ihn ja auch schon geschnitten, aber das ist mir nichts. Ich nehme euch noch mit nach Düsseldorf und ich glaube, dann beenden wir den Vlog, weil es passt, es ist so schön geworden. Ihr habt es ja jetzt gerade schon gesehen, ne? Mit der Musik, der Vibe, das ist einfach so ein richtig... Also, ich bin gerade so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen, als ich das gesehen habe. Deswegen mache ich das jetzt nochmal ein bisschen schöner alles. Fahr gleich mal los zur Apotheke und dann werden wir wieder fit. Wir können jetzt nicht krank werden. Was ist denn das hier? Aber es ist immer so, ne? Es ist wirklich, wirklich immer so. Wenn es richtig stressig wird und du die Ruhe langsam siehst, krank. Guten Morgen. Eieieiei, mir geht's schon ein bisschen besser. Aber ich bin ganz schön dizzy. Also, kennt ihr das, wenn man so ein bisschen erkältet ist und dann ist man nicht so ganz auf der Höhe? So fühle ich mich heute. Ich habe es auch gestern gut gemeint mit dem Self-Tan. Aber dadurch sehe ich natürlich auch gleich ein bisschen frischer aus und nicht ganz so leblos, wie ich mich fühle. Ich habe mich jetzt schon mal so ein bisschen fertig gemacht, Haare. Naja, gar kein Make-up, außer ein bisschen Concealer und so ein ganz bisschen Wimperntusche. Ich will nicht so viel im Moment, ich bin nicht so, aber ihr kennt das, ne? Man hat dann auch irgendwie keinen Bock, groß Make-up zu tragen. Ich habe jetzt schon alles zusammengepackt, Taschen muss ich noch umpacken und umbasteln, mich anziehen. Jetzt ist es kurz vor 10, glaube ich. Ja, 10 vor 10. Ich denke mal, so um 11.30 Uhr fahre ich los, parken und dann Sicherheitskontrolle und den Koffer abgeben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich den Koffer mit an Bord nehme, aber das ist mir zu anstrengend, ne? Du musst die ganze Zeit den Koffer hin und her schleppen, dann da hoch und runter und ich gebe ihn einfach ab. Ich habe Zeit danach. Ich dachte, dass wir um 16.30 Uhr schon abgeholt werden. Ich lande aber erst um 15.50 Uhr. Deswegen, wir werden um 17.40 Uhr abgeholt. Das heißt, ich habe genug Zeit, den Koffer dann auch vom Band zu holen, ins Hotel zu fahren, mich ein bisschen frisch zu machen und dann geht's los. Ich bin sehr gespannt, wie es heute wird. Ich habe keine Ahnung, wer heute alles mit dabei sein wird. Ich habe kurz auch überlegt, ob ich es absage, weil ich einfach nicht so, kennt ihr das? Ich bin ja nicht richtig krank. Ich bin einfach nur so, ich glaube, es ist so ein Erschöpfungszustand und wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich zu Hause bleiben würde, aber das ist eine Marke, mit der ich sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne zusammenarbeite und es ist auch eine Wertschätzung gegenüber der Marke, wenn sie einlädt, dass man dann auch hingeht. Ich freue mich trotzdem drauf und mache mich jetzt mal langsam fertig und dann geht's los. Willkommen Düsseldorf! Das ging ja wirklich heute mal echt reibungslos. Ich bin ganz überrascht. Ich bin innerhalb von 30 Minuten aus dem Flieger mit meinem Koffer zum Taxi und im Hotel
So lobe ich mir das, so macht mir das am meisten Freude. Ich bin jetzt im Hotel angekommen und ich habe online schon mal ein bisschen geschaut und dachte mir so, hui, so diese modernen Hotels sind ja immer so ein bisschen schwierig. Ich finde die Konstellation auch schwierig, aber ich zeige euch mal eine kleine Roomtour, bevor ich mich fertig mache. Ich habe nämlich jetzt noch, ja, 1,5 Stunden Zeit, dann werden wir auch schon abgeholt. Ich habe noch niemanden getroffen, aber ich zeige euch jetzt erstmal das Zimmer. So, du kommst hier einmal rein und das finde ich ist immer das Lustigste, wenn so Badezimmer irgendwie offen im Raum sind, aber ich habe es schon getestet. Wir haben ein sehr, sehr gutes Licht, um uns fertig zu machen gleich. Das ist in den meisten Hotels immer so ein bisschen schwierig, weil es entweder schon stockfinster ist, wenn die Events losgehen, oder die Beleuchtung ist halt immer so ein bisschen, Hauptsache es ist süß, aber zum Fertigmachen ist es meistens nicht gut. Hier ist das Problem aber nicht gegeben. Dann sind wir hier gleich in dieser Glasdusche. Das verstehe ich immer nicht. Könnt ihr mir das vielleicht mal erklären, warum Hotels das machen? Ich weiß auch nicht mehr, wo der Eingang ist. Hier ist Glas, hier ist auch Glas. Ach so, hier. Hier ist dann das Bad. Und ach so, okay. Und dann ist hier die Dusche. Ich finde, das hat dann immer so ein bisschen was von, weiß ich nicht, Aquarium, ne? Wenn du hier in der Dusche bist und dann daneben gleich das Bett ist. Okay, hier haben wir auch noch mal einen kleinen Spiegel. Und das ist wirklich, wirklich süß. Was ein bisschen lustig ist, ist, dass du direkt hier gegenüber auf einer anderen Hauswand bist und da ganz viele Büros sind. Aber ich muss sagen, es ist wirklich bequem. So, erstmal einen Schluck trinken. Ich habe heute viel zu wenig getrunken, aber es ist meistens so, wenn ich unterwegs bin. Normalerweise bin ich ja immer recht früh unterwegs und nicht so mitten am Tag. Morgen geht es ja auch schon wieder zurück. Ich habe ja übermorgen Geburtstag. Heißt also, ich packe jetzt einmal aus. Gucke mal, wie ich die Jalousien hier runterkriege. Dann mache ich mich fertig und dann geht's los. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eben auf der Liste schon mal geschaut. Es gab so eine Liste im Hotel, wer alles hier von der Gruppe mit dabei ist. Da kannte ich jetzt niemanden. Aber das wird ein schöner Abend. Ich freue mich drauf. Und eine halbe Stunde später habe ich mich dann jetzt auch einmal angezogen. Mir hat das mit dem schwarzen Anzug ein bisschen besser gefallen. Aber ich habe, ich weiß nicht, ob man es sieht, so ein bisschen hier den Diamond Bomb auf den Augen und auf dem Dekolleté, weil ich vermute, dass es ein bisschen dunkel wird. Und wenn dann so ein bisschen Licht kommt, sieht das immer ganz schön aus. Ja, also mit dem Schwarzen hat es mir, glaube ich, besser gefallen. Aber das Motto, ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt hatte, ist blau. Dann kann ich nicht mit Schwarz ankommen. Ein paar Leute habe ich schon getroffen, Avi und Sandra. Und ich werde mich jetzt noch mal kurz hinsetzen, 5 Minuten runterkommen. Und dann geht's los. Ich habe ehrlich gesagt auch schon ein bisschen Hunger. Aber Make-up sitzt. Ich habe gefühlt die Hälfte vergessen. Ich habe keinen Blush dabei gehabt. Ich habe keinen Lipliner dabei gehabt, aber ich glaube, es ist alles okay, oder? Ihr bekommt selbstverständlich auch noch mal einen kleinen Outfit-Check, aber ich glaube, man sieht gar nicht so viel. Das ist ja doof hier. Naja, auf jeden Fall, den Anzug habe ich von C&A. Ich kaufe alle Anzüge von C&A, weil sie bei meiner kleinen sizilianischen Körperfigur am besten passen, ohne dass ich da groß was bearbeiten muss. Die Schuhe habe ich irgendwann in meinem Outlet gekauft. Ich mag die ganz gern, die sind super bequem. Tasche kennt ihr schon. Let's go. Underdog. Aber Mine, unser Gesicht muss flawless ausschauen, es muss snatched ausschauen. Und daher starten wir erstmal, and we're gonna get down and dirty, weil wir starten mit einer Braustelle nächstes Jahr. This is our build a brow. Let's hit it for the product video. New build a brow. Your brow look, looking full brows. New Build-A-Brow, Maybelline, New York. Wir werden dieses Sky High in Blau, Burgundy und Pink rausbringen. Maybelline, New York, welcome to Sky High Air. Ready for takeoff. Now boarding, limitless length and volume. And fly Sky High in 3 new shades. Und
Und zwar das ist das gut. Ein Lipgloss mit Plumping Effekt. Tee-Extrakt und mit Maxi-Lip angereichert. So, it's getting hot in here. Let's hit it for our last product video. Lifter-Plump von Maybelline New York. Jetzt wird's heiß. Scharfer Lip-Plump für Lippenvergrößerungseffekt mit Chili-Extrakt und Maxi-Lip-Komplex. Ist ja fast wie auf einer Klassenfahrt mit euch hier. Ich bin mittlerweile wieder im Zimmer angekommen. Ich bin jetzt mit Paula, Carolina und Timo zurückgelaufen. Ich konnte jetzt nicht mehr. Also ich glaube, man sieht es mir jetzt auch an, dass ich ganz schön mitgenommen bin. Mir geht's gut, aber ich bin einfach nur erschöpft. Mir ist kalt. Ich freue mich jetzt einfach aufs Bettchen. Es war ein richtig, richtig cooles Event. Tolle Stimmung. Grandioses Essen. Dann kam eben auch noch eine Sängerin, aber dann ging jetzt so der Party-Teil los. Und das ist nicht so meins, ne? Also ich bin ja nicht so die Party-Maus. Nicht mehr, die Zeiten sind vorbei. Aber es war wirklich ein wirklich schöner Abend. Und ich glaube, dass ich auch... Also ich habe mich gefreut, ganz, ganz viele Leute zu sehen, die man, mit denen man schon zusammengearbeitet hat irgendwie. Beispielsweise habe ich eine ganz, ganz tolle Maus getroffen, mit der ich schon einen Asam-Livestream hatte. In echt haben wir uns aber noch nie gesehen. Und ich habe mich so gefreut, sie dann in Person zu sehen. Da habe ich mich sehr gefreut. Wow, was für ein dummer Satz. Maxim, es wird Zeit, dass du ins Bett kommst. Es ist mittlerweile ja auch schon 10. Normalerweise liege ich schon seit einer Stunde im Bett. Der kleine Spaziergang von der Location ins Hotel tat mir jetzt aber ganz gut. Abgeschminkt habe ich mich. Wir sehen uns morgen früh, ihr kleinen Mäuse. Einen wunderschönen guten Morgen. Es sieht noch ein bisschen kramig im Hintergrund aus, aber ich mache mich gerade einmal schnell so ein bisschen fertig. Mir geht's heute deutlich, deutlich besser. Ich bin super schnell eingeschlafen. Ich war, glaube ich, einmal um eins wach. Und habe ich im Moment oft, dass ich nachts wach werde und dann das Gefühl habe, so die Nacht ist jetzt vorbei, ich bin ausgeschlafen. Habe dann aber nochmal weitergeschlafen, dann echt bis 6, was für mich recht lange ist. War halt schon beim Frühstück, war richtig, richtig lecker. Duschen war ich auch. Es ist jetzt 8:45. Ich habe jetzt noch so 1,5 Stündchen Zeit. Da muss ich auch aus dem Zimmer raus. Passt aber perfekt. Boarding ist um 13 Uhr. Ich setze mich vorher dann in die Lounge. Dann kann ich mir noch ein Türchen nehmen. Und vielleicht gibt es so einen kleinen Snack. Das letzte Mal, als ich in Düsseldorf war, konnte ich da auch schon rein. Da gab es einfach Nudeln. Ich habe extra heute früh nicht so viel gegessen hier, dass ich mir was Kleines dort nehmen kann. Ich freue mich jetzt aber auch wirklich auf zu Hause. Das war... Ich finde, dafür ist der Vlog immer ganz gut, einfach um zu sehen, wie viel in so einer kurzen Zeit passiert. Ne? Also für euch war es jetzt, weiß ich nicht, wo wir sind, 45 Minuten vielleicht. Aber für mich war das ja jetzt eine komplette Woche oder 1,5 Wochen sogar vollgepackt. Und ich will jetzt nicht meckern, aber das schlaucht schon ganz schön. Also ich bin selbst immer wieder überrascht, wie viel in so einer Woche passiert und wie anstrengend das eigentlich alles ist. Ne? Das ist ja nicht, das soll immer nicht falsch klingen, ne? Aber so eine Veranstaltung ist ja auch Arbeit, beziehungsweise da kannst du ja dich nicht entspannen. Ne? Du musst halt trotzdem immer irgendwie so ein bisschen die Persona wahren und einfach, du kannst dich ja nicht gehen lassen, wie wenn du, weiß ich nicht, mit deinen Freundinnen und Freunden unterwegs bist, sondern du bist da auf einem Job mit Industriepartnern und Arbeitskolleginnen und Kollegen und da kannst du dann halt nicht komplett wild drehen. Also du bist halt immer nett, du bist halt immer, also nett sind wir immer, aber du bist halt immer auf der Arbeit. Und das ist super, super anstrengend, gerade wenn das so Zeiten sind, die fernab von meinem natürlichen Tagesrhythmus sind, da merke ich das dann doch schon, dass mich das sehr, 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 sehr anstrengt. Und das war jetzt die letzte Woche sehr viel. Heute nach Hause, ich muss zu Hause tatsächlich auch echt noch ein bisschen was arbeiten. Es bleibt natürlich auch unterhalb der Woche immer so ein bisschen was liegen, aber... Morgen habe ich Geburtstag, morgen nehme ich mir wirklich einen kompletten Tag frei, nehme ich mir vor, wird wahrscheinlich eh nicht klappen, aber ich habe es mir zumindest vorgenommen und dann schauen wir mal, was der Tag dann morgen so bringt. Also ich weiß, dass wir morgen essen gehen, abends habe ich meine Familie eingeladen, da waren wir neulich schon mal, letztes Jahr und das war so lecker, dass ich da unbedingt wieder hingehen wollte. Ich mache mich jetzt einmal fertig, vielleicht hole ich mir gleich noch einen Tee von unten, meine Stimme ist so ein bisschen... belagert, aber der Druck aus dem Kopf ist weg und jetzt kann ich mich einmal schnell fertig machen. Ihr Lieben, was für eine ereignisreiche
Woche das doch war. Ich habe den Vlog jetzt schon soweit fertig geschnitten und im Hintergrund seht ihr auch schon, ich hatte gestern Geburtstag. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Glückwünsche, die mich wirklich per WhatsApp, per Instagram-Nachrichten, überall sogar hier in den YouTube-Kommentaren angetroffen haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hatte gestern einen wirklich sehr, sehr schönen Tag. Ihr hört es, ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen und ich hatte es mir vorher auch schon gewünscht, als hätte ich es geahnt. Ich habe wirklich von morgens nach dem Frühstück bis fast zum Nachmittag einfach auf dem Sofa gesessen und einfach mal entspannt. Heute habe ich schon ein paar Sachen erledigt. Ich war im Sperrhof, ich war einkaufen, so ein bisschen das, was man halt nicht umgehen kann. Ich mache trotzdem aber heute noch sehr, sehr ruhig und würde den Vlog jetzt auch gleich hochladen. Vielleicht seht ihr ihn schon diesen Sonntag. Ich verabschiede mich demnach hier aus dem Vlog. Ich hoffe, ihr hattet wirklich viel Freude. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr, ja, anstrengende, aber trotzdem sehr schöne Woche, die so ein bisschen das Jahr abgeschlossen hat. Und ich weiß nicht, ob wir uns so nochmal dieses Jahr sehen in Form eines Vlogs. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Deswegen wünsche ich euch, falls ihr feiert, wundervolle Weihnachten. Falls ihr nicht feiert, wünsche ich euch einfach schöne, ruhige Tage. Genießt die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wird, in den E-Mails, überall, wo ihr seid. Dankeschön, dass ihr dabei seid. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, Freunde. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal.